Im Falle des Syrien-Heimkehrers Kreschnik B. waren sich Anklage und Verteidigung ausnahmsweise mal einig. Der junge Mann weiß offenbar selbst nicht so genau, was er da eigentlich tut. Für das Oberlandesgericht Frankfurt, das den IS-Anhänger heute zu knapp 4 Jahren Haft verurteilte, ist der Angeklagte ein, Zitat, Verblendeter zwischen dumm und gefährlich. Das Gericht hat den Angeklagten wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verurteilt. Es hat damit ein deutliches Signal gesetzt, dass die Beteiligung am syrischen Bürgerkrieg auf Seiten einer dschihadistischen Vereinigung eine schwerwiegende Straftat darstellt. Das ist gut so. Prozessbeobachter beschreiben den 20-Jährigen als naiv, vollkommen unreif und nicht besonders intelligent. Kreschnik B. spricht ein Viertel oder eine halbe Sprache. Ja? Das heißt, selbst einen zusammenhängenden Satz, ja, der deutschen Sprache, obwohl er hier geboren ist, kann er nicht herausbringen. Ja? Da mangelt es auch an bestimmten intellektuellen Fähigkeiten, da mangelt es auch an einem bestimmten Interesse, sich weiterzubilden. Im Prozess hatte der Deutsche mit Wurzeln im Kosovo gestanden, in Syrien auch an Kampfeinsätzen teilgenommen zu haben. Er habe dabei aber nicht auf Menschen geschossen. Bei seiner Rückkehr vor knapp einem Jahr war der Frankfurter am Flughafen festgenommen worden. Seither saß er in Untersuchungshaft. Große Reue zeigte Kreschnik B. im Verfahren nicht. Der gebürtige Bad Homburger machte auch vor Gericht keinen Hehl aus seiner Gesinnung. Sein größter Wunsch sei nach wie vor, als Märtyrer zu sterben. Für Entsetzen sorgte der junge Mann, als er auf die Frage des Richters, ob er das Enthaupten von Menschen denn gut finde, sagte, das komme ganz auf die Sünden an. Staatsschutzsenat, Bundesanwaltschaft und Verteidigung hatten sich auf ein Strafmaß von 3¼ bis 4¼ Jahren geeinigt, sollte der Angeklagte aussagen. Der ursprüngliche Hauptanklagepunkt gegen Kreschnik B., eine schwere staatsgefährdende Straftat im Ausland vorbereitet zu haben, wurde aus Mangel an Beweisen fallen gelassen.